Hallo und herzlich willkommen und Talos zum Gruße, werte Mitstreiter. Hier zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Skyrim Dawnguard. Jawohl, da sind wir in voller Montur. Vor dem Tor, wo eben Valerica oder für euch halt eben oder wann auch immer hier durchs Tor gegangen ist. Ja, wir wollen oder sollen ihr folgen, damit sie uns zu der Schriftrolle der Alten bringen kann. Ja, ich habe eben nochmal das Seelengrab verlassen und nochmal ein paar Tränke gekauft, da ich ja doch hier gegen diese Wächter sehr viel Tränke schlucken musste, da die ja nicht ohne waren, ne? Keine Frage. Ja, mit der letzten Aufnahme ist ein bisschen was schief gegangen. Also nicht mit der letzten, sondern mit der vorletzten. Habe ich euch ja im letzten Video erzählt. War ein bisschen doof, aber konnte ich nun mal leider nicht ändern. Dafür habe ich euch die Neuigkeiten ja im letzten Video mitgeteilt. So, wollen wir nicht lang schnacken, Leute. Ich habe Bock und wir wollen gucken, ob da nicht doch noch mehr lauert als nur eine Schriftrolle der Alten. Valerica sprach ja von einem Drachen, der hier unten haust und gegebenenfalls mal vorbeischauen möchte, ja, aber er ist, glaube ich, nicht gerade positiv gesonnen. So, wollen wir gucken, Leute. Wir betreten den Friedhof. So, da sind wir. Da ist Valerica, Leute. Jawohl. Oh mein Gott. Ich speichere nochmal schnell. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist. So, wer weiß, was uns hier begegnet. Oh mein Gott, aber welch ein imposanter Ort. Dunevir, ein Drache, jawohl. Oder wir zücken erstmal die Armbrust. Oder nee, was passiert da vorne? Ach du Scheiße. Betreten wir die mal die Arena. Alles klar. Zack. Der hat geblockt. Was ist das denn, sag mal? So, Mann, nicht. Wow. Dunevir. Stirb, Dunevir. Oh mein Gott. So, einen nach dem anderen. Stellt euch hinten an, Leute. Wir kämpfen zu dritt. Das ist super. Und ich glaube, er kommt. Ne, holt nochmal seine Diener. Oh, er speit Eis. Das ist gut für uns. So, der ist auch hin. Nüber. Echt ein spannender Kampf. Ich habe auch noch ein Ass im Ärmel. Und zwar jetzt. Ja, werden wir doch ein bisschen sauer. Oh, das wollen wir nicht. Da kann ich später nochmal drauf eingehen. So, Dunevir, komm her, mein Freund. Ich dachte, ich kann so ein paar Tränke schlucken, aber das funktioniert anscheinend nicht. Und ich wollte doch mal die Bestiengestalt ein bisschen ausprobieren. So, Dunevir, komm her, lande. Boah. Komm her. Na? Er traut sich nicht. Ich hoffe, wir verwandeln uns gleich nicht zurück hier. So, komm. Wir haben es geschafft. Dunevir ist erledigt. Wunderbar. Ja, Freunde, dann kann ich euch ja gleich noch mal ein bisschen, ihr habt das ja schon gesehen hier, auch noch eine weitere Neuheit mit dem DLC dazugekommen ist natürlich, jetzt kann man in der Werwolf- oder Vampirform auch skillen, in einem Skilltree. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwie sogar offscreen gemacht.
genau. Hier zum Beispiel die bestialische Stärke habe ich schon 2 Punkte draufgehauen. Du verursachst als Werwolf 50% mehr Schaden. Das ist der reinste Wahnsinn. Oder Tierkraft zum Beispiel haben wir hier 100 Zusatzpunkte auf Gesundheit und Ausdauer in Bestiengestalt. Könnten wir doch auch echt mal machen. Machen wir auch. Ah, ich habe gar keinen Punkt. Oh, eben dachte ich habe noch einen Punkt über. Schade. So. Jawohl. Ne, kann man auf jeden Fall machen. Öfters mal in Bestiengestalt. Kämpfen passt ja auch sowieso gut hier zu dem DLC. Wollte ich doch mal ausprobieren. Hatte ich euch ja auch gesagt, dass wir mal mehr mit der Bestiengestalt kämpfen wollen. Und das wollte ich jetzt gegen diesen epischen Bosskampf gegen Dunevir mal ausprobieren. Ja, gesagt, getan. So, ich müsste mal eine Stunde warten, glaube ich. Na super, an diesen Ort kannst du nicht warten. Na los, sie führt uns zur Schriftrolle. Gut, okay, dann quatschen wir so mit ihr. Vielleicht verwandeln wir uns zwischendurch ja zurück. Bitte verzeiht. Ja. Hast du Angst vor uns, Valerika? Das ist jetzt ziemlich doof. Na los, sie führt uns zur Schriftrolle. Eben wollte sie mit uns quatschen, aber jetzt anscheinend in der Bestiengestalt nicht mehr. Na los, sie führt uns zur Schriftrolle. Warum kann ich denn hier nicht warten, Mensch? Valerika. Sehe ich so gruselig aus. So, jetzt verwandeln wir uns gleich zurück. Der verschwommene Bildschirm zeigt es uns. Kann ich schon mal hier reingehen? Gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Das ist natürlich auch ein Manko. Als Werwolf kann man nicht alles aufheben. Das ist ein bisschen doof. So, wollen wir mal in die Perspektive zurück und uns mal wieder ankleiden kurz. Amulett von Arkai. Natürlich der heilige Bund der Ehe. Nee, den wollen wir nicht. Hier. So. Namiras Ring, genau. Ja, wir haben so einiges. Schwere Dämmerwachts-Panzerhandschuhe. Schwere Dämmerwachts-Rüstung. Schwere Dämmerwachts-Stiefel. Vampir. Ja, guck, da haben wir doch alles. So, 1, 2, 3, 4 Sachen. Halskette. Und Namiras Ring. So, entschuldigt Leute, das ist leider immer ein bisschen doof. Aktivieren meine Feueratem mal wieder. Wollendrunk. So. Na los. Da müssten wir jetzt eigentlich. Zur Schriftrolle. Wie sie guckt, als ob sie noch nie einen Werwolf gesehen hätte, Leute. Valerika, wir wollen mit ihr sprechen. Bitte verzeiht mein Erstaunen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Tja, und dennoch haben wir es geschafft. Mit vereinten Kräften. Wieso sagt ihr das, Valerika? In vielen Schriften, die über Dunevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln bezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn... Sprecht weiter. Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Dornevirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Wie lange wird das dauern? Minuten, Stunden, Jahre. Ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Jawohl, Folge Valerika. Tja, hoffen wir mal, dass er uns nicht nochmal begegnet, nicht wahr? So, was kann man hier Schönes mitnehmen, Leute? Nun, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja ein reines... Was wollt ihr? Feuersalze, ein reines Alchemielabor hier. Kräftige Heilung. Ihr wisst, was ich meine. Salz der Lehre auch immer sehr wertvoll. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter. Stopp, lass mal mal hier. Was haben wir denn hier? Ihr wisst, was ich meine. Ein Buch.
Na, aber für euch. Oh, super. Irgendwelche wertvollen Bücher dabei, die eventuell... Nö. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Knochenmehl. So, nicht, Leute, da ist sie. Schriftrolle der alten Blut. Das ist sie. Das ist die letzte Schriftrolle. Na los, bringen wir sie zu Dexion. Das werden wir machen. So, Valerica möchte nochmal mit uns kommunizieren. Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Wenn es noch etwas gibt, was ich vor eurer Abreise tun kann, sagt es mir bitte. So, Valerica, wir wollen mal gucken. Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Wenn es noch etwas gibt, was ich vor eurer Abreise tun kann, sagt es mir bitte. Mhm. Ah, okay, alles klar. Könnt ihr mir helfen, meine Seele zurückzubekommen? Also hat meine Tochter einige der Totenbeschwörungslektionen angewendet, die ich ihr beigebracht habe, wie? Keine Sorge, ich glaube, dass ich euch helfen kann. Gut, ich kann jede nur erdenkliche Hilfe gebrauchen. Die Essenz eurer Seele wurde in einem Stein gefangen. Als ihr mit Serana das Seelengrab betreten habt, wurde er den vollkommenen Meistern als Bezahlung gegeben. Ihr müsst einfach nur den Stein wiederfinden. Sobald ihr ihn berührt, wird die Essenz eurer Seele wiederhergestellt. Mhm. Den genauen Aufenthaltsort kennt ihr nicht, oder? Es gibt hier in der Nähe einen Opferaltar. Ich würde jede Wette eingehen, dass ihr den Stein, nach dem ihr sucht, dort finden könnt. Gibt es sonst noch etwas? Das könnte eure letzte Chance sein. Bleibt ihr hier, Valerica? Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalthafen. Sollte ich nach Tamriel zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Okay. Wir kommen zu euch zurück, wenn wir es schaffen. Wir könnten eure Hilfe in Tamriel brauchen. Vielleicht kehren wir nie wieder zurück. Machen wir das mal? Ich weiß eure Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen. Aber für mich zählt nur Serana. Ihr müsst versprechen, sie um jeden Preis zu beschützen. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer ihr auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Sie ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Alles klar, kehre nach Tamriel zurück. Habt ihr vor eurer Abreise noch eine Frage? Sicher zurückkehren, das haben wir, glaube ich, schon mal gefragt. Warum habt ihr die Prophezeiung nicht verfolgt? Lebt wohl. Gut, ich denke, das war's. Nicht vergessen, Harkon ist nicht zu trauen. Ja, das ist richtig. Mittlerweile glaube ich nämlich auch, dass Harkon hier wirklich der Böseste aller Bösen ist. Noch eine Frage? Ja. Am Anfang dachte ich ja so, ne, kann man Serana trauen? Aber mittlerweile kann ich das, glaube ich. Und mit Hilfe der Dämmerwacht werden wir dann hier Fürst Harkon zerschmettern. Ich denke, so wird das sein. Ja, jetzt habe ich gerade irgendwie noch einen Quest gekriegt. Muss ich erstmal gucken. Kehre nach Tamriel zurück, ja. Das war noch auf Englisch. Das da. Muss ich mir irgendwie den Stein mit meiner Seele wiederholen? Ich denke mal, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich doch wieder so stark wie vorher. Muss ich mal hier, wie gesagt, markieren? Und dann mal gucken. Irgendwo hier so ein... Soll ein Altar sein. Da müsste mein Stein sein. Naja gut, aber wir gehen erstmal weiter. Gut, ja, Valerica, mach's gut. Vielen Dank für deine Hilfe. Und wir wollen gucken, wie es weitergeht.
So, Dunevir ist tot. So ist es. Und ich muss mal schauen. Halt, ich möchte mal kurz auf die Karte gucken, Leute. Geht gleich weiter. Okay, hier ist der Stein nicht. Dann vielleicht draußen. Ja, Leute, wir haben es geschafft, in Bestiengestalt gegen Dunevir zu bestehen. Muss auch mal sein, diese Bestiengestalt mal auszupacken. Ist ein cooler Kampf auf jeden Fall. Und man kann ihn, oh nein, immer noch verstärken. Dunevir, du hier? Schon wieder zurück? Steckt eure Waffen weg. Ich möchte mit euch reden, Quanarin. Okay, wie kommt das jetzt auf einmal? Ich dachte, ihr wärt tot. Verflucht, nicht tot. Verdammt, für alle Ewigkeit in dieser Gestalt zu existieren. Gefangen zwischen Lars und Dinok. Zwischen Leben und Tod. Okay. Warum sprechen wir miteinander? Habt ihr nicht versucht, mich umzubringen, Dunevir? Diese Feindlichkeit war notwendig. Ich bin an einen Schwur gebunden. Okay, warum sprechen wir miteinander? Ich glaube an Ehre unter erfahrenen Kriegern. Und euer Ohr ist es wert, meine Worte zu hören. Meine Klauen schnitten durch das Fleisch zahlloser Feinde. Doch auf dem Schlachtfeld wurde ich kein einziges Mal besiegt. Ich gebe euch daher den Ehrentitel Quanarin, was in eurer Sprache Sieger bedeutet. Oho, welch eine Ehre, Dunevir, jawohl. Ich sehe euch als gleichberechtigt an. Eure Worte ehren mich sehr. Mein Wunsch, mit euch zu reden, entsprang dem Ergebnis unseres Kampfes, Quanarin. Ich möchte euch nur respektvoll um einen Gefallen bitten. Was ist das für ein Gefallen, Dunevir? Unzählige Jahre habe ich das Seelengrab durchstreift. Gegen meinen Willen, den vollkommenen Meistern dienend. Davor war der Himmel von Tamriel meine Heimat. Ich möchte dorthin zurückkehren. Okay. Was hält euch denn davon ab? Ich fürchte jedoch, dass meine Zeit hier nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ich bin mit diesem scheußlichen Ort verbunden. Wenn ich mich zu weit vom Seelengrab entfernen würde, würde meine Kraft schwinden, bis hin zu meiner vollständigen Auflösung. Wie könnte ich euch helfen? Ich werde euch meinen Namen anvertrauen und euch erlauben, ihn in Tamriel anzurufen. Ehrt mich auf diese einfache Art und Weise, und ich werde an eurer Seite als euer Grad Zemazin kämpfen, euer Verbündeter, und euch mein Tuum lehren. Klingt sehr, sehr gut, Leute. Ein neuer Verbündeter. Einfach euren Namen in Tamriel rufen, das ist alles? Für euch ist es vielleicht trivial. Mir würde es sehr viel bedeuten. Ich benötige keine Antwort, Quanarin. Ruft einfach meinen Namen in den Himmel, wenn ihr glaubt, dass die Zeit dafür reif ist.
Wunderbar. Okay, wollen wir das... wollen wir das Wort von Dunovir lernen? Jawohl. Nummer 1. Okay, das hat er uns ja erklärt. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt wissen. Na komm. Es gab eine Zeit, in der Tamriel meine Heimat war. Doch diese Zeit ist lange schon Vergangenheit. Die Dover beherrschten die Lüfte und wetteiferten um ihre Territorien, was schreckliche und schließlich tödliche Kämpfe zur Folge hatte. Wart ihr ein Teil davon? Das war ich. Aber anders als meine Brüder suchte ich nach ungewöhnlichen Lösungen, um meine Überlegenheit beizubehalten. Ich fing an, das zu erforschen, was die Dover Alok Delon nennen. Die uralte, verbotene Kunst der Totenbeschwörung. Ihr habt im Seelengrab nach Antworten gesucht? Die vollkommenen Meister versicherten mir, dass meine Kräfte ohnegleichen sein würden, dass ich Legionen von Untoten auferstehen lassen könnte. Als Gegenleistung müsste ich ihnen als Wächter dienen, bis zum Tode der einen, die sich selbst Valerica nennt. Sie haben euch nicht gesagt, dass sie unsterblich war? Ich entdeckte zu spät, dass die vollkommenen Meister die Täuschung der Ehre vorziehen und nicht daran dachten, mich aus meiner Verpflichtung zu entlasten. Sie besaßen die Kontrolle über meinen Geist, aber glücklicherweise konnten sie meine Seele nicht beherrschen. Seid ihr deshalb jetzt frei? Frei? Nein. Ich habe hier zu viel Zeit verbracht, Quanarin. Das Seelengrab ist Teil dessen geworden, was ich bin. Ich kann Tamriel nie wieder ganz meine Heimat nennen. Sonst würde ich sicher umkommen. Meine einzige Hoffnung ist, dass ihr mir dort durch euren Ruf kostbare Momente schenken werdet. Klingt ja echt interessant und spannend auf jeden Fall. Dunovir, das werden wir machen. Je eher wir die Schriftrolle nach Hause bringen, ja, jetzt meckert sie hier. So, Dunovir, alles klar. Ich werde dich in Tamriel auf jeden Fall einmal herrufen oder vielleicht auch mehrmals. Das machen wir, damit er diese Momente doch einmal auskosten darf. So, wo ist das ist jetzt sehr, sehr interessant. Jetzt geht es noch darum, hier irgendwie meinen Seelenstein wieder zu erlangen. Und ich glaube, dass es dort hinten lang geht, der Pfeil. Das müssen wir noch machen, Leute. Das ist jetzt sehr doof hier, wenn ich die Karte mal wegmache. Da ist es. Wenn ich die Karte jetzt wieder herhole. Das muss doch dieser Fall dort vorne sein. Einen anderen haben wir nur noch da. Dann müssen wir uns noch einmal... Ach, ist es vielleicht so ein Stein? So, habe ich den Feueratem eigentlich wieder? Ja. Nicht, dass wir uns gleich wieder in ein... Ja, hier muss es sein, Leute. Nicht, dass wir uns gleich hier wieder in einen Werwolf verwandeln. Ich glaube, hier geht es noch einmal ans Kämpfen, Leute. Wir wollen noch mal schnell speichern.
Da, ist das mein Stein? Serana, bist du da? Okay, Feinde sind in der Nähe. Dann müssen wir es alleine tun. Wow. Heftig. Da oben, Gegner. Kommt nur her. Ich werde euch besiegen und meinen... Hallo? Du kannst gleich da bleiben, Zornmann. Okay, was haben wir denn hier? Ja, ein Dedra-Herz. Auf jeden Fall, Leute. Was haben wir denn hier? Ich hab's doch eben noch gesehen, dass hier ein... Da oben. Da oben ist der Seelenstein. Bloß wie komme ich da hin? Hier ging es auch noch um die Ecke. Wie ein Labyrinth. Aber ich hole mir den Seelenstein von den verlorenen Meistern wieder. Ach Gott. Oh, eine Kiste, Leute. Auch nochmal schnell reingucken. Ja, können wir mitnehmen. Boah, schwarzer Seelenstein. Selbst ohne Seele doch was wert. Und vielleicht finden wir noch einen kleinen Seelenriss. Mein Gott, Leute, wie komme ich denn hier hoch? Probieren wir es mal auf der Seite. Hier drüben. Woher seid ihr gekommen? Ja. Zack. So, gleich ist er Geschichte. Aber Leute, wo geht es hier hoch? Das ist ja ein einziges Labyrinth. Zumal weiß ich ja auch überhaupt nicht, ob es hier drinnen hochgeht. Hier wird mein... Boah, Serana. Noch eine Truhe. Wunderbar. Ein bisschen Gold. Ja, klasse. Gibt's hier irgendwie Teleporter oder was ist hier los? Oder muss ich auf die andere Seite? Von hier komme ich. Was sind das hier überhaupt? Das sieht irgendwie aus wie keine richtigen Seiten. Ich will einmal um das Objekt einmal rumlaufen. Vielleicht gibt's ja einen anderen Aufgang. Nicht mit mir, Knochenmann. Nicht mit mir. Oh, Mama mia. So. Stirb, Knochenmann. Zack, weg. Mensch, hier muss man noch irgendwie hochkommen. Tut mir leid, Freunde. Aber ich möchte dieses Steinchen auf jeden Fall wieder haben. Da ist meine Seele drin. Kann man, denke ich mal, verstehen, nicht wahr? Okay, von außen geht sie anscheinend nicht hoch. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie. Wird der Part halt ein bisschen länger, hm? Macht doch nichts. So. Okay. Einmal gucken. So, hier war die Truhe. Dann kann es nur hier lang gehen. Okay. Hier geht es auch nicht lang.
mal das Ganze systematisch absuchen. So. Hier nicht. Dann müssen wir hier links weiter. Hier haben wir den einen Gegner besiegt. Der Wahnsinn. Dann kann es nur noch hier hochgehen. Das Ding will ich haben, meine Güte. Sehr mysteriös, Leute. Sehr mysteriös. Mensch, es geht los. So. So, hier war der Sack. Hier war die Truhe. Kann es... Ah ja, das ist ein Teleporter. Da geht's hoch. Nee, Leute. Wir machen uns auf. Einmal nochmal schnell speichern. Und hoch. Oh Leute, das gibt noch einen epischen Kampf. Denke ich mir einfach mal. Okay, so, das Ding muss ich wahrscheinlich wieder alleine ausfechten. Serana kommt nicht hinterher. Ab geht's, Freunde. Mein Seelenstein. Da. Abgeschlossen. Okay. Entfernt. Abgeschlossen. Okay, ich merke, uns wird hier die Energie geraubt. Die Truhe ist leer, dann wollen wir mal ganz schnell hier wieder weg von. So, wo ist der Teleporter? Nach unten. Ich könnte jetzt auch einfach runterspringen, denke ich mal. So, unsere Energie lädt sich wieder auf. Boah, Wahnsinn. Okay, wir haben ihn. Doch ziemlich hoch, aber hier müsste ich es schaffen. So, überleben. Wunderbar. Ja, Freunde, alles klar. Da sind wir. Wir haben unseren Seelenstein wieder. Mal ganz kurz gucken. Da ist Avaks Schädel, Leute. So. Achso. Na gut. Okay, der stand, glaube ich, auch eben, wurde wieder entfernt. So, alle Feinde weg. Und da ist Serana. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Schriftrolle der Alten. Wir haben Avaks Schädel. Dunevir ist jetzt mit uns befreundet, kann man sagen, oder zumindest werde ich ihnen die Möglichkeit geben, in Tamriel meine Feinde zu zerschmettern und somit ihn glücklich zu machen, kann man ja wirklich sagen. Genau, viel geschafft, unseren Seelenstein haben wir wieder, wunderbar. Und würde ich sagen, machen wir erstmal ein Folgenende an dieser Stelle. Wir haben es geschafft, in der nächsten Folge werden wir wieder draußen sein. Den Rückweg, da ist nichts Spannendes dran. Dann sehen wir uns außerhalb wieder des Seelengrabs. Und ja, vielleicht noch kleine Info für euch. Ab nächste Woche, also diesen hier werde ich am Sonntag hochgeladen haben oder Samstagabend schon. Es ist heute Samstag, also eventuell werde ich ihn gleich noch hochladen oder spätestens morgen am Sonntag. Und nächste Woche, ab Montag, gibt es auf jeden Fall auch mal wieder mehr Videos, die ich hochladen werde. Ich wollte ein altes Projekt nochmal wieder ein paar Folgen aufgreifen. Werdet ihr dann aber auch sehen. Natürlich geht es hier weiter in Dawnguard. Und eventuell schaffe ich es noch, nein, möchte auf jeden Fall, noch ein neues Projekt nebenbei starten. Wie gesagt, ab nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit.
und werde dann auch wieder ordentlich was hochladen für euch natürlich. Ich habe richtig Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock zuzuschauen dann. Und ja, macht's dann erstmal gut an dieser Stelle, schönes Wochenende und Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen, würde mir helfen, gegebenenfalls auch ein Abo. Ja, ansonsten macht es erstmal gut, wie gehabt, schönes Wochenende. Bis dahin, euer Heiger. Ciao.